Hallo liebe Freunde des gepflegten Dino-Spielspaßes und willkommen zurück zu Jurassic World Evolution und Dr. Who DLC. Wir sind aktuell nicht auf der Isla, Takano Forschungslabor, sondern auf Isla Sorna, weil wir hier vom Typi Sicherheitsmenschen noch die Bewertung hochkriegen müssen und dafür müssen wir im Moment aktuell zum Beispiel keine Stromausfälle und die Dino-Sichtbarkeit erhöhen. Und das ist tatsächlich ein kleines Problem. So. Was machen die denn hier? Polacanthus und Sauropelta. Können wir eventuell, wie seid ihr so drauf? Oh, die sind relativ standstechnisch eingeschränkt. Wie ist es bei denen hier? Hallo? Die sind... Moment mal. Was machst du hier draußen? Ja, geil. Ist hier irgendwo eine Lücke im Zaun? Oh ja, shit, da ist eine Lücke im Zaun. Gar nicht gesehen. Wir müssen halt auch die Einnahmen, den würde ich gerne nur so nebenbei mit erledigen, den Auftrag. Aber dafür müssen wir gucken, dass wir irgendwie mehr Kohle kriegen. Und das hängt vermutlich daran, wie viel Dinos wir so... wie viele Dinos wir haben und wie viele Leute wir im Park haben. Das bedingt das ja alles so ein bisschen gegenseitig. So, die ACU ist da unterwegs, um diesen einzelnen Dino, der da umherstreift, einzufangen. Und ich suche eigentlich gerade noch nach einem Gehege, wo ich... oh, unser Tyranno ist an Altersschwäche gestorben. Na, scheiße, Dreck. Haben wir im Moment irgendwo eine Ausbrüt... Einheit, wo wir... Oh ja, hier. Tyranno, Tyranno. Wo ist denn der Tyranno hier? Komm mal her, wir geben dem mal ein bisschen... bisschen bessere Bewertung hier. So. Irgendwas, was seine Bewertung hochpusht. 300. Geil. Ausbildungstempo, Erfolgsrate haben wir sogar mittlerweile die 4.0. Ich glaube Tempo haben wir auch die 4.0. Damit ist das alles ein bisschen schneller. So, hat er den jetzt hier drüben? Jo. Also was ich eigentlich gucken wollte, ob wir irgendwo in die Gehege noch was reinpacken können, was irgendwie cooler ist. Zum Beispiel können wir die ganzen Stegos rausnehmen und dafür erstmal das Tempo rein und die Kapazität erhöhen. Können wir hier auch den Stegoceratops rein? Jawoll. Komm her. Das bringt uns natürlich einfach, weil zu normalen Stegos haben die einfach mal die doppelte Bewertung. Moppel Mau. Wir müssen mal gucken, wie... Wir machen mal die Erfolgsrate mit hier rein. Weil der, die haben nur. Die sind modifiziert. Und dafür bestätige Aufgabe. Schmeißen wir mal die Stegos bestätige raus. Vielleicht bringt uns das ein paar mehr Einnahmen. Problem ist aber zum Beispiel immer noch, dass wir unsere Dino-Sichtbarkeit. Ah, hier geht's schon los. Aber wir haben zum Glück die Rückerstattung aktiviert. So, haben wir noch mehr Stegos? Ist das ein Stego? Ja. Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. So, wir haben aber mehr, die hier weg können. Ach, jetzt kommt auch noch ein Sturm.
Wir mal gucken. Ah, der ist noch beschäftigt. Wir sind bei fast 100%. Aha. Haben wir überhaupt noch Stegos, die rumrennen? Ja. Einer rennt da noch rum. Okay. Ansonsten sind jetzt hier alle Stegos raus. Jetzt hoffen wir, dass wir keine Stromausfälle haben durch den Sturm. Das wäre mega kacke. Alter, wie viele Stickies wir drin haben. So, Parasaurolophus. Da können wir zum Beispiel noch ein paar Olos mit reinpacken. So, der Sturm ist vorbei. Wie sieht es mit dem Tyranno aus? Der ist noch am Ausbrüten. Hier ist ein Ei fehlgeschlagen. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. So, einen können wir freilassen. Hallo Schnucki, dich kennen wir ja schon. Du siehst lustig aus und ich hoffe, du bringst einfach ein bisschen mehr Kohle in den Park. Perfekt. So, der ist natürlich im Moment vom Bestand her so ein bisschen, oder vom Sozialen her scheiße. Jetzt müssen wir mal hoffen, dass das Ei hier fertig wird. Das wäre gut, ansonsten haben wir bald ein Problem, dass der... So, aktuell ist das natürlich praktisch dadurch, dass der Tyranno nicht da ist, dass hier auch die Dino-Sichtbarkeit... Ach, guck mal, die Bahn bringt auch Sichtbarkeit. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. So, der Tyranno, 96%. Dann, Unser gesamter Betrieb und besonders die Sicherheitsabteilung könnten mehr Leute wie Sie brauchen. Intuitives Lernen, okay. Moment mal. Spackt der rum? Hier ist auf jeden Fall ein... Unterwegs zur Reparatur. So, der Tyranno ist da. Aufgabe erhalten. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier... Okay. Also ich glaube, das mit der 100% Dino-Sichtbarkeit ist scheiße. Das werden wir wohl nicht schaffen. Dann holen wir uns aber in der Zwischenzeit den nächsten Auftrag, auch wieder von ihm. Ich kann Ihnen nicht befehlen, diesen neuen Auftrag anzunehmen, aber ich... Okay, das ist easy. 70% von Sturmabwehrstationen abgedeckt. Gut. Das können wir auf jeden Fall versuchen. Das ist jetzt kein großes Thema. Wir sind eh bei 66%. Das heißt, wir müssten eigentlich noch eine bauen. Gucken wir doch mal hier hin. Ja, guck mal hier, haben wir doch schon mal easy going. Betriebsgebäude, Sturmabwehr. Dann gibt es noch einen Weg. So, das könnte sogar schon reichen. Das sind ja nur 4%, die wir machen müssen. So, und wir brüten hier noch einen aus. Na, guck mal hier, wir sind bei 1,53. 1,6, die wir brauchen. Der Tyranno ist... Es sind wohl Glückwünsche angebracht. Sie haben den Wetterauftrag perfekt abgeschlossen. Sehr gut. Der Tyranno ist immer noch nicht betäubt. Jetzt ist er betäubt. Das hat ja lange gedauert. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, wie sieht's hier aus? 82%. Wir haben schon das Tempo drin, ne? Das dauert trotzdem gefühlt Ewigkeiten. 1,599, ne? Sehr gut.
Sehr, sehr gut. So, können wir uns schon den nächsten Auftrag für ihn holen? Ne, der ist noch blockiert. Ah, dieser Sichtbarkeitsauftrag, der ist echt... Ach, cool. Wir haben das mit den Einnahmen geschafft. Mit diesem Auftrag. Diese Geldmittel werden uns neue Möglichkeiten für neue Also die Stegoceratops haben auf jeden Fall geholfen, dass, das Problem hier mit dem Geld zu lösen. So, der nächste von denen wird freigelassen. Jetzt gucken wir mal kurz, wie das hier... Karte mal hier drehen. Den hier drüben hatte ich... Ja, den hier drüben hatte ich reingepackt. Dann gucken wir mal, was die Ranger machen können. Unterwegs zur Futterstation. Die haben auch schon wieder zu tun. Reagiere auf Nachschubanfrage. Na, komm her. Bin zur Futterstation unterwegs. Aufgabe erhalten. Ja, halt. Die können auch gleich noch arbeiten hier. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. So, wie sieht's aus hier? 100%. Ich glaube, damit sollten sie jetzt nicht mehr so rumspackeln. 100%. Aber nochmal. Nee, ich will mir nicht angucken, wie du rauskommst. Ich will mir eigentlich. Angucken, wie du von der. Sozialbestand. Perfekt. Perfetto. So. Dann noch ein Auftrag. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr. Gastanzahl auf mindestens 14.400. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das mit den Sicherheitssachen zu tun hat, aber wir sind im Moment bei 14.300. Lol. Okay, das war's. Auch Sie hätten uns nichts beweisen müssen, aber Ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Gute Arbeit. Okay, das sieht ja gut aus. Wir kommen hier relativ gut voran. Wir gucken mal kurz in die Forschung. Wir können jetzt hier die 10 Millionen Forschung machen, weil hier haben wir genügend Geld. Es war noch aber irgendwas anderes, was wir freigeschaltet hatten, dachte ich. Oder war das ein Genom? Ne, hier ist überall nichts mehr drin. Ja, geil, dann machen wir halt die 10 Millionen Forschung hier. Ich meine, wir haben hier 170 Millionen Geld rumliegen. Aber ich glaube, den Auftrag mit der Dino-Sichtbarkeit, das können wir uns hier auf jeden Fall abschminken. Das werden wir wohl nicht schaffen. Schade, schade, aber... Na, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte nochmal in die Verwaltungsansicht. Hier sind einfach an einigen Stellen zu viele Lücken drin. Jetzt sind wir wieder bei nicht mal 80%. Also, man müsste jetzt an so vielen Stellen hier anfangen, das zu verändern. Hier zum Beispiel ist eine Lücke drin. Hier sind Lücken drin. Hier, da sind, wenn da Dinos stehen, die decken wir auch nicht, dann müssten wir hier noch so ein Teil bauen. Boah, das ist alles mega aufwendig. Also man kann das halt versuchen, aber... Ja, ihr seht schon, das ist ziemlicher Bullshit hier sogar, weil dann, man kann das zwar bauen, aber ich glaube, wir haben dann das Problem, dass wir keinen Weg an das Ding ranführen könnten. Wir müssten dann quasi das Gehege hier irgendwie abschneiden. Und ach, das ist alles mega kompliziert. Und wir haben ja noch genug andere Auftrags... Also noch zwei andere Auftragsslots, wo wir uns Aufträge holen können. Geschäfte sind oft nicht sauber oder einfach, aber immer notwendig. Finden also Sie sehen Sie sich diesen Auftrag an. Finden Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums mindestens zwei Fleischfresser-Fossilien. Können wir leider nicht machen, weil wir keine Fossilien-Slots, also einfach keine Grabungsstätten haben, wo wir Leute hinschicken können. Solche Sachen verlängern dann natürlich die ganze Sache hier nochmal um einiges. Das müssen wir wieder zwei Minuten warten, bis wir uns den nächsten Auftrag holen. Also diese zwei Minuten, ich habe das ja schon mal in irgendeiner Folge gesagt, das macht einerseits schon Sinn, weil sonst könntest du einfach immer wieder klicken und dir einen Auftrag raussuchen, der dann irgendwie passt. Das wollen sie halt damit verhindern, aber das verlängert natürlich auch das Ganze. Also es hätte auch eine Minute oder eine Minute 30 gereicht. Warum es so gerade zwei Minuten sein müssen, keine Ahnung. Wenn man es jetzt für sich spielt und kein Let's Play macht, dann ist es vielleicht nicht ganz so relevant. Aber im Let's Play, ich will jetzt nicht alles husch-husch machen, aber natürlich ein gewisser Progress soll ja auch vorhanden sein. Und wenn wir dann nächstes Mal zwei Minuten warten müssen, ist das halt irgendwie doof. Aber was soll's. So, können wir mal gucken, ob wir hier eventuell die... Das ist schon eine große Futterstation. Kann man das eventuell sehen, ob das große oder kleine Futterstationen sind?
Das hier ist zum Beispiel eine kleine Station. Kann man die upgraden? Nee, kann man... Kann man nicht. Dann muss man also erstmal abreißen. Hallo. Nee, nein, ich will keinen Auftrag von dir. Und dann setzen wir da eine große hin. Machen wir hier mal so ein bisschen Optimierungsarbeit. Das ist auch eine kleine. Zu nah an Dino, dann setze ich sie halt dorthin. So. Müssen wir mal gucken, wo noch welche sind. Futterstation für Fleischfresser. Ich baue jetzt einfach überall die großen Teile hin, weil das dann kostet halt mehr Kohle, aber pff, ist mir doch egal. Also vor allen Dingen auch hier Bodenstation. Hier haben wir für Fleischfresser. Ja, zwei Stück für einen Dino sollte eigentlich okay sein. Aber hier zum Beispiel können wir einfach mal auch eine große Station hinsetzen. Und hier auch. So, kann man das auf der Karte eigentlich unterscheiden? Ja, das sind dann zwei Blätter statt einem, oder? Oder? Das Fleisch ist dann auch... Ja, genau, das sieht man auf der Karte. Das haben sie... Da haben sie auf jeden Fall mitgedacht. Hier ist es, glaube ich, nicht ganz so relevant. Forschung abgeschlossen. Ja, okay. Jetzt gucken wir mal, ob die Ranger schon wieder irgendwas zu tun haben. Reagiere auf Nachschubanfrage. Kannst du noch... Nee, du kannst nur zwei auf... Zwei Sachen in Auftrag nehmen. Okay, dann... Bestätige Nachschubanfrage für Futterstation. So, hier noch irgendwas Gelbes. Ja, hier. Einverstanden. Was? Was? Wo sollst du hin? Oh! Lul. Deswegen, ja, egal. Wir haben hier kein Tor gebaut, aber wir hatten ja hier oben eine Lücke im Zaun. Eieiei. Okay, mittlerweile sollten die 2 Minuten rum sein. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide. Brüten Sie mindestens 3 Dinos auch hier aus, lassen Sie schlüpfen und anschließend frei. Ja, okay. Das ist easy going. Dann, erstmal noch ihn freilassen. Und dann machen wir einfach hier Struzio. Halt. Hallo, Struzio. Und wenn der Slot hier frei ist. Ja, guckt euch mal, wie schnell das geht. Lull. Na komm schon, geh weg. Struzio. Easy going, würde ich mal sagen. Easy going. Und vor allem geht das richtig, richtig schnell. Und dann verkaufen wir sie einfach wieder. Die Möglichkeit haben wir ja zum Glück. Ach, guck mal, der hat schon gezählt. Dann hätten wir gar nicht 3 Struzios machen sollen. Dann können wir den sogar abbrechen. Füge Aufgabe hinzu. So. 2 von 3. Sind ein wahres Naturtalent, aber das wissen Sie sicher schon. Ja. Dennoch, gute Arbeit beim Abschließen dieser Mission. Ich überrenne den erstmal direkt. Lol. So, verkaufen. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Jetzt müssen wir mal gucken,
der zweite dann? Ach, der zweite liegt da auch schon. Ach nee, das ist der erste noch. Okay, wo ist der zweite? Der rennt hier hinten rum. Der haut ab. Bleib hier, du Schwein. Die Sau. Und John. Hallo? Schaffst du es mal noch? Danke. Wir haben einen toten Dino. Ein Prachio. Okay, dann brüten wir gleich einen neuen Prachio aus. Und holen den ab. Gut. Was ich mal noch machen will, bevor wir die Folge beenden. Ich glaube, nee, Expeditionszentrum nicht. Wo ist die ACU? Ranger, hier. Hier. Wir haben ja mittlerweile nachher Tempo 3.0. Wir haben Treffsicherheit. Oh, haben wir auch nur 3.0. Okay, gut. Dann können wir uns noch einen weiteren Auftrag holen, bevor die Folge vorbei ist. Jawohl. Wir haben Arbeit, die interessant für Sie sein könnte. Ach, das können wir auch nicht machen. Dinosaurier-Genom auf mindestens 75%. Da müssen wir wieder Fossilien sammeln. Das geht nicht. Lehnen wir also ab. Wir gucken mal, wie weit wir hier bei ihm sind. Na, es ist auf jeden Fall noch ein Stück. Wir beenden aber die Folge hier an der Stelle für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, eure Tipps in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Jurassic World Evolution im Doctor Who DLC, aber gerade auf einer anderen Insel. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.